Hallo und willkommen zurück zum Linux-Tutorial für Anfänger. In der heutigen Episode reden wir ein bisschen über Dateisysteme. Und zwar habe ich hier im Hintergrund, wie ihr seht, schon mal Gpartit geöffnet und einen USB-Stick hier oben rechts ausgewählt. Hier ist noch keine Partition drauf, deswegen machen wir einen Rechtsklick, Neu. Das haben wir in der letzten Episode uns hier schon mal ein bisschen genauer angeguckt. Worauf ich aber noch nicht so genau eingegangen bin, ist das Dateisystem. Aber tatsächlich ist das Dateisystem relativ wichtig, vor allem was Kompatibilität betrifft. Standardmäßig ist hier, wie ihr seht, X4 ausgewählt. Wenn ich das aber mal anklicke, dann sehen wir, dass hier noch sehr viel mehr auszuwählen ist. X4 ist in erster Linie der Standard unter Linux. Jedes Linux kann X4 lesen und moderne Linuxe verwenden auch alle größtenteils X4. Das heißt, wenn ihr einen Datenträger braucht, also zum Beispiel eine Festplatte, die ihr dann unter Linux verwenden wollt und nur unter Linux, dann ist X4 eine gute Wahl. Allerdings habt ihr mit X4 Kompatibilitätsprobleme, wenn es zum Beispiel um Windows geht. Denn Windows kann X4 nicht lesen. Wenn ihr wollt, dass auch ein Windows-System darauf zugreifen kann, dann braucht ihr ein anderes Dateisystem. Und zwar bietet sich da hauptsächlich FAT32 oder NTFS an. Die haben beide nochmal ihre Vor- und Nachteile. FAT32 ist in erster Linie so das Standard-Dateisystem, das von eigentlich jedem System, das man sich nur erdenken kann, gelesen werden kann. Also jedes brauchbare System kann FAT32 lesen, das heißt Kompatibilität ist hier kein Problem. Allerdings kann ein FAT32-System keine Dateien speichern, die größer sind als 4 GB. Und das kann schnell ein Problem werden. Also nicht falsch verstehen, ein FAT32-System kann durchaus Dateien speichern, die insgesamt mehr als 4 GB groß sind, aber eine einzelne Datei darf nicht größer als 4 GB sein. Das heißt, ein großer Film kann schon zum Problem werden. NTFS hingegen hat diese Sperre nicht, ist allerdings nicht so gut unter Linux integriert. Und zwar sind Dateisysteme normalerweise im inneren Kern vom Kernel von Linux, also ganz tief ins System integriert. Der Treiber von NTFS ist das allerdings nicht. Das hat unter anderem bürokratische Gründe. Denn NTFS gehört eigentlich zu Microsoft und Windows. Deswegen gibt es einen extra Treiber, den ihr euch in Form eines Packages installieren müsst. Und zwar heißt dieses Package NTFS-3G. Normalerweise haben die meisten Distributionen dieses Package bzw. diesen Treiber bereits vorinstalliert. Allerdings nicht immer. Das heißt, wenn ihr NTFS nutzen wollt, solltet ihr darauf achten, dass ihr dieses Package installiert habt. Dadurch, dass dieses Package nicht so tief ins System integriert ist, unter anderem, hat NTFS auch das Problem, dass es nicht sehr performant ist. Das ist oft nicht unbedingt das große Problem, aber wenn man wirklich ein schnelles Dateisystem will, dann ist NTFS unter Linux nicht unbedingt die beste Wahl. Außerdem kann NTFS jetzt nicht unbedingt die rechte Verwaltung von Linux wirklich gut speichern. Also sowas wie chmod und chown oder sowas in der Richtung, das könnt ihr nicht unbedingt nutzen. Beziehungsweise es wird nicht auf dem Dateisystem gespeichert. Gut, also zusammenfassend, X4 nutzt ihr am besten, wenn es nur unter Linux laufen soll. FAT32, wenn es auch unter anderen Systemen laufen soll, aber die Dateien nicht größer als 4 GB sein müssen. Und NTFS, wenn ihr Windows-Kompatibilität haben wollt und die Dateien größer als 4 GB sein müssen. Ich allerdings nutze jetzt hier unten einfach mal nicht formatiert. Das heißt, ich mache mir nur eine Partition, aber kein Dateisystem. Das füge ich jetzt mal hinzu, schreibe das Ganze und dann sehen wir hier Dateisystem unbekannt. Denn wir gucken uns jetzt nochmal kurz zum Abschluss an, wie wir das Ganze mit dem Terminal machen. Also, dann öffnen wir erstmal ein Terminal und ich mache mal kurz lsblock, dann sehen wir nämlich, unsere Partition heißt ganz einfach sdb1, die wir gerade kreiert haben. Das heißt, wir wollen jetzt gucken, dass wir auf sdb1 ein Dateisystem formatieren. Erstmal sehen wir hier, wenn ich mal kurz Nemo öffne, dass hier links kein Dateisystem von einem externen USB-Stick oder so angeboten wird, eben weil wir nur eine Partition und kein Dateisystem haben. Deswegen machen wir da jetzt zum Beispiel mal ein X4-System drauf. Das geht mit sudo mkfs, könnt ihr euch vorstellen wie makefilesystem.x4 und jetzt /dev/sdb1. Man könnte hier noch irgendwelche weiteren Parameter natürlich angeben, wie zum Beispiel ein Label für das Dateisystem. Das ist allerdings nicht zwangsläufig notwendig und deswegen machen wir das hier jetzt erstmal nicht. Gut, kurzes Passwort eingeben und dann fängt er ja auch schon im Hintergrund an zu arbeiten. Gut, sobald das fertig ist, können wir hier mal kurz Nemo öffnen und dann sehen wir, dass hier jetzt ein Dateisystem angezeigt wird. Das könnten wir jetzt ganz einfach verwenden, also es ist ein X4-System. Da ist aber nicht viel Spektakuläres dabei, deswegen lassen wir es einfach mal. Und machen direkt mit dem nächsten Dateisystem weiter, das heißt wir formatieren das Ganze jetzt um und zwar zu NTFS. Also sudo mkfs.ntfs, allerdings würde ich euch hier empfehlen, noch ein -f dazu zu packen, ich erzähle gleich, was das bedeutet, /dev/sdb1. Wenn wir das -f nicht hinschreiben würden, dann würde der NTFS-Treiber erstmal das Ganze mit Nullen überschreiben. Das dauert sehr lange und ist meistens nicht notwendig, deswegen -f steht einfach für fast,
Also das Ganze ist eine Schnellformatierung, das heißt, es wird nicht erstmal alles überschrieben vorher. Also wenn wir das hier eingeben, dann sehen wir, dass es jetzt zu NTFS formatiert wird. Zu guter Letzt machen wir jetzt noch ein FAT32-System. Das geht mit sudo mkfs.fat und jetzt nicht hier 32 hinschreiben, sondern minus groß F 32 slash F slash sdb1. Gut, das wäre es dann eigentlich auch schon. Grundlegend kommt ihr mit diesen drei Dateisystemen erstmal klar. Es gab dort bei gpilot, wie ihr gesehen habt, natürlich auch noch deutlich mehr, aber die brauchen euch erstmal nicht unbedingt großartig zu interessieren. Einigen werdet ihr bestimmt irgendwann über den Weg laufen, aber mit den dreien hier kommt ihr erstmal durchs Leben. Dann hoffe ich, dass euch das Video mal wieder gefallen hat. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Ciao!